Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 1. Wir sind zurück im Gasthaus, neuen Narrakort, und wollten mal schauen, ob wir des Nachts hoch können zu Declan Leuwagen. Tatsache, das Fest ist auch mitten in der Nacht noch in vollem Gange. Und Declan ist auch noch hier. Weibliche Begleitung? Frage ist nur von wem. Die erwarten doch, es heißt, nicht, dass wir nicht ganz die Nacht verstehen. Okay, Declan, was hast du denn zu sagen? Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ich sehe hier viele teure Speisen. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr an die hungernden Visimas denkt? Ha! Wollte ich all dem Gesocks in dieser Stadt helfen, wäre ich nach einem Tag bankrott. Wenn ihr einigen helfen würdet. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. Wenn ich den Armen helfen würde, müsste ich allen helfen, ohne Ausnahme. Natürlich, das sind die Prinzipien. Somit hilft man keinem. Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Ich sollte später zurückkommen, um Leuwarden zu helfen. Treffen. Ich liebe einen Bau. Was? Achso, okay. Können wir den guten alten Raus- und wieder rein-Trick anwenden? Tschüss zu. Wir brauchen Zeit. Okay, das funktioniert also nicht. Gut. Dann könnten wir theoretisch auch einfach mal ein Ründchen hier übernachten. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Ihr seht nicht gut aus. Zu viel getrunken? Unter anderem. Ihr müsst mir nichts erklären. Ich bin Kellnerin. Der Tag danach ist mir wohl vertraut. Aber ich... Nehmt einen Krug Wodka, fügt 2 Maß Schöllkraut und 3 Nieswurzblüten dazu. Das Rezept meiner Oma gegen Kater. Habe ich ja schon von meiner Großmutter erzählt? Alle respektierten sie, trotz ihrer Hässlichkeit. Aber vielleicht wurde sie auch gerade deshalb respektiert. Hakennasen können sehr eindrucksvoll sein. So ist das bei einer Hexe. Weisheit bringt nicht immer Respekt. Langweile ich euch? Ganz und gar nicht. Keineswegs, aber da fällt mir ein, ich habe ja noch Milch auf dem Herd, adieu. Ganz und gar nicht. Ich weiß, ihr seid ein Hexer. Das ist fast sowas wie eine Hexe. Ihr praktiziert Hexerei, braut Tränke und helft Frauen in Not. Irre ich mich? Seht ihr? Ja, wir helfen Frauen in Not und ihr steht verdammt nah am Feuer. Und ich glaube, ihr sie auch. Ihr seht gelangweilt aus. Keineswegs. Ihr zwei könntet Erfahrungen austauschen. Ich stelle mir schon vor, wie meine Großmutter sagt. 1 Maß Schöllkraut, 2 Nieswurz, 1 Prise Mistel. Ich muss jetzt wirklich aufbrechen. Ich möchte euch nicht aufhalten. Aber kommt bald wieder vorbei. Dann reden wir mehr. Lebt wohl. Das war praktisch. Formeln Frauentränen. Danke sehr. Ich nehme gleich eure Bestellung auf. Sind noch Zimmer frei? 5 Orens, nur für euch. Abgemacht. So, neue Talente erworben. Wieder 4 Bronze und 4 Silbertalente. So langsam haben wir, glaube ich, gar keinen Bronze mehr zum Verteilen. Hier haben wir alles. Ah, komm, packen wir hier mal einen rein. Genauso wie beim starken Silber. Ah, das gibt's da nicht. Okay. Zeichen des Schmerzes. Welches war das denn nochmal? War das die Falle?
erzeugt ein Schild, der Schaden absorbiert. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir warten mal. So, die 4 Silbertalente. Wo packen wir die denn mal rein? In die Gewandtheit. In die Ausdauer. Und in die Intelligenz. Ich glaube, die ersten Zeichen hier freizuschalten, beziehungsweise die ersten Stufen hier freizuschalten, ist nie verkehrt. Starker Stahl. Schneller Stahl, die haben jeweils nur einen Punkt zu vergeben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hiermit an. Schuss. So. Brauen wir noch irgendwas? Wir können noch eine Schwalbe brauen. Wir meditieren bis um... Ne, bis zum Morgengrauen. Auf geht's. So, wo bleibt er? Der Geralt. Da ist er wieder. Frisch und munter. Wäre natürlich jetzt auch zum Beispiel sehr praktisch, wenn wir so viel Ausdauer haben, dass wir dreimal hintereinander unser Zeichen abfeuern können. So, Declan. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionage-Quatsch geht mir auf den Senkel. Wahre Worte, Geralt. 3 Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Ich soll Leuwans Kontaktperson treffen. Ich sollte ihn unter den temerischen Soldaten suchen, die Visimas Straßen patrouillieren. Okay, 3 Lilien ergeben eine. Das heißt, wir müssen jetzt alle Wachen anquatschen. Sehe ich das richtig? Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal durch den Wachturm nach oben, Richtung Jägersmann und geben unsere Trophäe ab. So, nichts wie raus hier. Das ist der Jägersmann. Wir geben unser Leben für den Orden. Das machen wir. Unsere innere Stärke, Siegfried sprach. Das ewige Feuer erleuchtet mir den Weg. Siegfried sprach. Wir geben unser Leben für den Orden. Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen? 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Das sehe ich auch. Dieser Ruhestein könnte nützlich sein. Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht. Und die Einheimische, nichts als Ärger. Das haben wir schon. Ich habe einen riesigen Wolf getötet. Hier ist der Kopf. Doch nicht auf meinen Tisch, Herr Geralt. Das stinkt nach Krankheit. Hier sind 600 Orens. Danke sehr. Lebt wohl. Weißer Fangzahn. Ich habe die Belohnung für die Trophäe angefordert. 600 Orens. Fast 9000 mittlerweile. Oh, den Perun-Runenstein haben wir bekommen. Steckt die Klinge vorübergehend mit Magie, erhöht die Chance, einen Gegner zu treffen und den zugefügten Schaden um 60%, erhöht die Chance auf einen kritischen Schlag um 30%.
Interessant. Unsere innere Stärke wird die Welt ein. Brauchst du Passwörter? Ja? Mit deiner baumelnden Klinge? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine... Geht jemand anderem auf die Nerven. Das war wohl nicht der Richtige. Die haben uns rausgejagt. Ich muss Leuwans Geheimagenten unter den Offizieren finden, die wir immer Straßen patrouillieren. Banditen werden immer draster. Ach so, okay, es sind also nur noch Wachoffiziere. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg. Also dicke Männer in Rüstung suchen. Ein gutes Geschäft. Da steht noch einer. Gepanzerter Wachmann. Ist eigentlich kein Offizier. Habe ich euch nicht schon mal gesehen. Ja. Vergesst eure Stellung nicht, Hexer. Wenn Voltest zurückkehrt, wird der Wählerrat ganz bestimmt. Kein Offizier. Wir behalten euch im Auge. Ein Hexer, versteckt eure Frau. Ach, die liegen immer noch hier. Noch keiner weggeräumt. So, nochmal einen ganz kurzen Abstecher in die Schenke machen. Damit wir ein bisschen was ausladen können aus unserem Gepäck. Nicht, dass es uns in das letzte Salamandra-Versteck zieht. Und wir haben nicht genug Platz zum Plündern da. Das wäre fatal. Ich habe nicht... Seit... Kann ich euch... So, die Runen. Das Wasser, die Weine, das Essen. Ziehmilch. So. Der kann auch weg. Und hiervon packen wir auch welche. Und zwar genau 6. So, das sieht besser aus. Tschüss. Danke. So, dann wollen wir den Ritter in schwerer Rüstung mal suchen. Extraordinär. Wir haben keinen Grund, hier zu sein, Meister. Wachoffizier, da haben wir wieder einen. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein... Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs! Ich glaube... Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfenterroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Das war interessant, aber nicht der richtige. Meine Füße schmerzen. So, ich glaube, auf dem Markt war auch noch ein... Offizier. Wachoffizier in Grün. Ihr seid ja ein ganz und der patrouilliert. Der läuft immerhin rum. Dann bist du bestimmt der Richtige. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen etc. von Flammen umhüllt werden. Was? Oh, Entschuldigung. War nur ein Scherz. 3 Lilien ergeben eine. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn. Hier ist der Plan. Schlag Mitternacht. Trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung. Aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch!
Laufmaschinen weiter. Ich muss um Mitternacht in die Kloaken hinabsteigen und den Geheimagenten treffen. Okay, also nichts wie zurück. Einen Schlafplatz suchen. Wo ist denn der nächste? Der nächste ist, glaube ich, bei Triss. Geht ihr immer mit dem Schwert eintauchen? Triss hat ja doch eine Feuerstelle, oder? Ich meine ja. Die müsste doch mittlerweile auch wieder zu Hause sein, wenn sie nicht mehr auf dem pompösen Empfang ist. Und da liegt sie. Aber hier ist gar keine Feuerstelle. Darn. Sprecht. Okay, die ist immer noch... Die ist drauf. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte. Nee, wir analysieren das auch. Bis Mitternacht. Und nichts wie hinab in die Kloaken. Wo ist es? Städtische Kloaken. So, lassen wir den Salamander mal Salamander sein. Oder auch nicht. Schön macht er das. So ist gut. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. 10 Orens. Sag mal nicht nein. Soll jetzt der Eingang sein? Arrangierter Hinterhof. Das ist er vermutlich. Ja, da hinten stehen die Wachmänner. Ein arrangierter Hinterhof. Die Pflicht ruft. Kameraden, die Leiter! Ist alles bereit? Wir erwarten die Salamander jetzt jeden Augenblick. Wissen die, dass wir hier sind? Nein, aber sie sind wachsam. Sie haben einen wichtigen Gast. Mhm, und der wäre? Okay, ihr bleibt wahrscheinlich hier, ne? Ich muss zum Kaufmannsviertel hinaufsteigen. Das Kaufmannsviertel wird das womöglich auch in Kapitel 4 hinzugefügt. Oder ist das Kaufmannsviertel das Händlerviertel? Ja, hallo. Okay, wir sind im alten Bereich. Beziehungsweise nicht im alten Bereich, sondern im abgeschlossenen Teil. Gleich mal gucken, ob man hier plündern kann. Oh. Ist das schon das Versteck? Achso, anscheinend gibt es auch wirklich nur diese eine Tür. Okay, räumen wir den Laden mal aus. Oder auch nicht. Moment noch.
heilt euch. Für den Anfang Akayala Ambrakur. Wir haben ein Bell. Der Empfang ist noch ein bisschen schlecht. Heute bekommen wir vielleicht keine Verbindung zu den Redanien. Sagte, der Kristall dampft sich auf. Ich erhöhe die magische Korrelation. Es hat funktioniert. Wir haben ein Bild. Ich grüße euch. Seid gegrüßt, Herr. Genug der Förmlichkeiten. Was wollt ihr? Unsere Militärstützpunkte um Visima wurden aufgelöst. Spione aus Nilfgaard könnten etwas damit zu tun haben. Ihr steckt also bis zu den Hüften im Dreck. Warum kommt ihr zu mir? Herr, wir bitten um finanzielle Unterstützung. Warum sollte ich euch helfen? Unsere gemeinsamen Bekannten arbeiten für Leute mit guten Beziehungen zu euch. Ihr müsst mich für verrückt halten. Aber Herr... Das ist eine Nummer zu groß für euch. Eure Experimente... Die reden mit einem Spiegel, die sind verrückt. Ich werde euch nicht helfen. Habt ihr etwas gehört? Im Korridor. Okay, da sind wir. Oh. Das ist euer Ende! Hoffentlich noch nicht. Oh, ein Ifrit. Ihr werdet langsam. Ja. Okay, der erste liegt. Der zweite liegt. Der dritte. Ist tot. Oh, sind alle tot, außer der Ifrit. Wechseln wir mal das Schwertchen. Jawohl. Okay. Was haben wir hier? Pyrit und Ektoplasma. Schwerter bei sich. Lecker Brot. Ein Abzeichen. Und ein Schlüssel zum Tor des Salamandra-Stützpunktes. Okay. Plündern wir nochmal eben alles hier. Überreste haben wir schon. Scherstein. Radovid der Strenge. Bravo! Ein eindrucksvolles Gemetzel. Super Bild. Ich dachte schon, diese Idioten würden mich mit ihren Bittstellungen langweilen. Aber dann waren sie ja doch recht unterhaltsam. Wer seid ihr? Radovid. Ich schätze es nicht, wenn man mich unterbricht. Hört zu, Radovid. Es kümmert mich herzlich wenig, was ihr schätzt. Ihr solltet besser erklären, in welcher Beziehung ihr zu den Salamandra steht. Wir werden uns sicher eines Tages begegnen. So hat schon lange niemand mehr mit mir gesprochen. Ich mag euch, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Ich sage euch, wer ich bin, aber nicht aus Furcht. Ich habe nichts mit den Salamandra zu schaffen, rein gar nichts. Einst wollte ich sie als Werkzeug benutzen, aber... Ich habe es mir doch anders überlegt. Als Werkzeug? Als politisches Druckmittel. Könnt ihr euch klarer ausdrücken? Könnte ich, werde ich aber nicht. Es genügt wohl festzustellen, dass mir die Aktivitäten der Salamandra gerade nicht ins Konzept passen. Also sind wir Verbündete. Viel Glück, sagt Ada schöne Grüße. Salamandra, politische Intrigen, ein magischer Spiegel. Ich werde sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Das war's. Ein Zehrspiegel. Seherstein. Ich sollte den Stein zu Triss und Leuwarden bringen. Dann machen wir. Aber erst gucken wir im Keller. Wow. Ihr wagt es, die Salamandra herumzufordern? Eieiei. Wusste ich ja nicht, dass dieser Keller so bevölkert ist. Na, den können wir fehlen. Wird den mit der Klinge angepackt und dann mit dem Knauf
erledigt. Und der nächste Pfahl. Und da war nur noch einer über. Hinfort. Schauchen. Überreste. Oh, Holztruhe. Jawohl. Vier Ringe. Silberring, goldener Saphirring, silberner Ring mit Rubin, Jägelring mit Rubin und nochmal 10 Holz. Den hat's ins Bett gefeuert. Okidoki. So, was können wir essen? Die leckere Erdbeere. Oha, noch eine Cutscene? Was ist da auf dem Dach? Was ist das? Das ist aber nicht Declan, oder? Ist das der Werwolf? Sieht nicht sehr freundlich aus. Ihr kennt mich? Ich bin's. Ich bin es. Hauptmann Vincent. Ach was. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Können wir dem Werwolf trauen? Eigentlich nichts, ich sage euch nichts, Ungeheuer. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Wir ziehen ihn jetzt einfach mal mit in unsere Ringhundpläne. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde.
Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Warum sollte ich euch verschonen? Hexer töten Ungeheuer. Ich werde euch helfen, den Werwolfzauber zu brechen. Genau, das ist die Quest für Carmen. Ich werde euch helfen, den Werwolfzauber zu brechen. Nicht nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Mehr noch, hat ja jetzt auch Fangzähne. Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Okay, warum sollte ich euch verschonen? Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer, im Gegensatz zu euch. Genug, verteidigt euch. Ihr habt recht, das Äußere zählt nicht. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Wow. Es wird Zeit, eine Entscheidung über Vincent zu treffen. Ich glaube, dass nicht jedes Ungeheuer den Tod verdient. Quest aktualisiert Persönlichkeit. Ich sollte mit Carmen über Vincent sprechen. Und das war's bezüglich Questaktualisierung und für diesen Teil. Wie wir aus diesem alten Teil Vizimas rauskommen, sehen wir im neuen Teil. Also im neuen Teil Vizimas. Oder so. Bis dahin macht's gut und danke fürs Zusehen. Tschüssi!